Hallo Freunde, es gibt was Neues von der Materialfront. Wie viele von euch wissen, steht die Firma Olight für sehr hochwertige, wertige Lampensysteme. Aber die haben auch noch andere Dinge im Portfolio. Und so möchte ich heute gerne mal das Drehbuch vorstellen. Ein Folder, der meiner Meinung nach vorstellenswert ist. Das Ganze ist wieder ordentlich verpackt. So gehört sich das für einen Profi. Wir haben hier ein schönes Cover, ein kleines Täschchen, allerdings ohne Schlaufe, um es am Gürtel mit einzuhängen. Ob das notwendig ist, ist eine andere Frage. Und hier drin befindet sich das Drehbuch. Sehr schönes handliches Gerät. Ein Gerät, was sich leicht über den Flipper öffnen lässt, aber genauso über die Pins, die Daumenpins. Es ist mit der rechten und mit der linken Hand genau gleich zu bedienen, deswegen haben wir auf beiden Seiten die Pins. Auch der Flipper kann von beiden Seiten aus bedient werden. Der Liner Lock ist sehr stabil. Wenn es eingerastet ist, hat das Messer kein Spiel, weder vertikal noch horizontal. Es gibt absolut kein Spiel. Das liegt daran, dass die Klinge in einem Kugellager gelagert ist. Lässt sich sehr leicht, sehr einfach bedienen. Kurz zur Seite schieben. Zack, Messer zu, fertig. Die G10 Griffschalen in dieser Farbe gibt es auch in anderen Farben. Wenn man auf der Olight-Seite nachschaut, die G10 Griffschalen in dieser Farbe helfen natürlich, klar, wenn man dieses Messer mal zufällig verlieren sollte und wenn man unterwegs ist im Wald oder so, dass man es leichter finden kann. Wunderbar. Die G10 Griffschalen, überhaupt das ganze Messer, ist verschraubt, lässt sich also auch öffnen. Lässt sich total auseinanderlegen, zerlegen, um es zu warten. Eine einfache Sache. Das Schöne ist am Messer selbst, es liegt überhaupt nicht auf. Ich weiß nicht, kann man es überhaupt erkennen. Ja? Die Klinge liegt nicht auf, auch nicht hier an diesen Verbindungsstücken. Sie liegt nirgendwo auf, bleibt also auch sozusagen, dadurch erhält die Schärfe, weil die Klinge nicht belastet ist und die Klinge ist verdammt scharf, kann ich euch nur sagen. Das Messer durch die schwarze Farbe sorgt nicht dafür, dass es zum Beispiel durch einen Blinkeffekt irgendwo was erkannt werden kann. Also was den Tarneffekt angeht, ist natürlich die schwarze Farbe der Klinge, trägt ein bisschen dazu bei. Na komm. Ich habe das Messer jetzt schon sehr oft auf und zu gemacht. Es ändert sich nichts am Verhalten. Das Spiel wird nicht größer, es geht nicht schwerer, es geht auch nicht leichter. Es ist immer gleich gut. Es ist satt in der Führung, absolut satt liegt es in der Führung. Es ist leicht zu handhaben, schnappt seriös ein, sofort. Es ist sauber zu handhaben. Es ist wirklich ein schönes Messer. Schauen wir mal nach der Schärfe. Bei der Klinge des Drehbuch handelt es sich um ein N690 Edelstahl mit einer Härte von 60 HRC angegeben, hält also demzufolge den Schliff, den rattenscharfen Schliff, hält es sehr, sehr lange an und Papier ist geduldig, aber lässt sich auch gut schneiden. Von daher sieht man, dass die Schärfe wirklich scharfe Kanten, dass die Schärfe also wirklich gegeben ist. Und wenn man hier nicht auf der Klinge rumkloppt, also mit der Klinge nicht auf irgendwas rumkloppt wie ein Blöder, dann bleibt diese Schärfe auch, wie gesagt, lange erhalten. Muss man also so gut wie nicht nachschleifen, sondern nur nach sehr, sehr langer Zeit. Wenn man einfach ein bisschen beischleift, ab und zu mal ein bisschen beizieht, reicht es schon aus. Das Messer hat eine Klingenlänge von fast 9 cm. Das ist durchaus okay. Durch den
Flipper, der im eingeklappten Zustand für den Flip des Messers sorgt, im ausgeklappten Zustand nochmal eine Sperre darstellt für den Finger, um jetzt zum Beispiel, wenn man beim Schneiden in der Vorwärtsbewegung ist, nicht in die Klinge reinzurutschen, bringt nochmal einen Sicherheitsvorteil, hat einen kleinen Grip hier auf der Oberseite, um ein bisschen mehr Griffigkeit für den Daumen darzustellen. Wenn man mit dem Messer feine Arbeiten macht, gibt es hier nochmal eine kleine Fingerkerbe, mit der man dann eine deutlich bessere Führung der Klinge hinbekommen kann. Also an fast alles gedacht bei diesem Messer. Durch den Clip, der sich hinten am Messer befindet, lässt es sich auch ganz hervorragend in der Tasche positionieren, sodass es immer griffbereit ist. Man muss nicht suchen. Es fällt nicht so schnell aus der Hosentasche raus wie ein normales Taschenmesser. Natürlich muss der Clip auch dann so verwendet werden, wie er gedacht ist. Weil beim normalen Messer, da sucht man natürlich jetzt einen Clip vergebens und das ist unter Umständen schon gefährdet, dass es aus der Tasche fällt. Bei dem Clip so gut wie ausgeschlossen. Das Drehbar hat eine Gesamtlänge im eingeklappten Zustand von knapp 11,5 cm, also ein bisschen weniger. Im ausgeklappten Zustand hat es 20 cm. Im Lieferumfang des Drehbar ist noch ein bisschen mehr enthalten. Ich habe euch ja erzählt, das Täschchen, das ist ein schönes Täschchen, in dem es verpackt ist. Da befindet sich nochmal eine kleine Tasche hier in dem Täschchen. Und da haben wir, für eine Handvoll Dollar, kennt man vielleicht, ja, haben wir noch eine Münze. Okay, Münze. Aber sie kann sehr gut verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen, weil Kopf oder Zahl. Hier muss man sagen, Messer oder Kneif. Kneif oder Messer. Wofür diese tolle Münze sein soll, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Fällt vielleicht euch irgendwas ein dazu. Es ist lustig, dass sie dabei ist. Weiterhin ist hier noch mit drin. Na komm raus, du bist umzingelt. So. Ein Mikrofasertuch, um das Messer bzw. die Klinge zu pflegen. Und eine kleine Bedienungsanleitung mit allen wichtigen Informationen zum Messer. Bedienungsanleitung gibt es auch. Bedienungsanleitung, okay, ist eine ganz kurze Bedienungsanleitung, gibt es auch in Deutsch. Hier sehen wir es drauf. Und wie gesagt, das Messer lässt sich komplett zerlegen. Man sieht auch hier die einzelnen Bestandteile des Messers. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, die Klinge läuft in einem Kugellager und deswegen läuft sie so gut. Aber auch deswegen muss es natürlich gepflegt werden, wenn das Messer draußen bei Wind und Wetter, bei widrigsten Umgebungsbedingungen in der Nässe, im Dreck verwendet wird, dann muss natürlich nachher auch eine Pflege stattfinden. Das heißt also, ich muss in der Lage sein, das Messer zu zerlegen in seine Bestandteile, um wirklich alles pflegen zu können. Und da ein bisschen Silikon aufzutragen auf die Teile, halte ich für keine schlechte Idee. Gehen wir doch mal ein bisschen an die Arbeit mit dem Messer. So, bisher waren das ja schon mal die praktischen Zahlen von dem Messer. Ein Messer geht aber, entscheidet sich aber nicht nur rein vom Sammlerwert oder von Willhaben-Effekt, entscheidet sich für mich auch nach der Anwendbarkeit. Wie praktisch kann das Messer für mich im Einsatz zeigen, was es kann? Nicht immer laufe ich mit meinem Outdoor-Messer in der Gegend rum, so den üblichen Aufenthalt, wenn man sich so von Straße zu Straße bewegt, da hat man kaum so ein Teil am Gürtel hängen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Macht man ja nicht. Was man noch eventuell dabei haben kann, ist noch durchaus denkbar, dass man ständig einen Feuerstahl mit sich führt. Ja, das ist gegeben, eventuell. Trägt nicht auf, ist sehr klein. Kann man schon in der Tasche haben. Aber jetzt ein Messer
ein Buschkraftmesser nicht direkt. Vor allen Dingen nicht eins, das dann mit der Klinge schon allein auffällig ist. Und wenn man den Handrücken sieht, dann weiß man auch, dass diese Klinge mit dem Waffengesetz ein bisschen in Konflikt gerät. Okay, also schauen wir doch mal, was das schöne kleine Taschenmesser so alles bewirken kann, ob es überhaupt taugt. Wenn ich zufällig nicht nur in der Stadt bin, sondern ich muss jetzt draußen, muss ich klarkommen, im Wald muss ich klarkommen, ob es was taugt, weiß ich noch nicht. Probiere ich jetzt gerade mal aus mit euch zusammen. Dazu muss ich jetzt erstmal ein bisschen Material suchen. Es soll ja relativ authentisch sein. Also suche ich mir Material. Ja. Knackt nicht, noch nicht. Doch, jetzt knackt er. Ja, knackt. Könnte gehen. Nehmen wir mal mit. Ich suche aber noch ein bisschen mehr. Leute, und zwischendurch kann man die bunten Wälder jetzt schon so richtig schön genießen. Es ist doch herrlich. So, was sieht man nur draußen? So, jetzt habe ich unterwegs noch ein Stück tote Birke gesehen und habe da ein bisschen was abgenommen. Ob es allerdings noch genug ätherische Öle hat oder nicht, weiß ich nicht, ob es nicht schon lange, zu lange dort liegt. Versuch es wert. Schaut euch das an, das sieht doch toll aus. Wald kann mich jedes Mal wieder von Neuem begeistern. Da haben wir noch ein bisschen trockenes Holz. Gar nicht so einfach, weil vor kurzem hat es fürchterlich geregnet, Orkan und was so alles kommt, aber naja, das sieht gut aus. Da sieht es nach genug trockenem Holz aus. Das liegt nicht am Boden, steht im Freien, ist alt und dürr. Das ist sogar noch besser als das Stück, was ich vorhin mitgenommen habe. Tja, ja, das ist perfekt. Da haben wir doch ein Stück, was eventuell ausprobieren können. Hoppala, und da darf man gespannt sein. Haben wir genug feines Material? Mal schauen. Das scheint mir sehr alt zu sein, die Birke. Aber könnte funktionieren. Na, doch schon sehr alt. Mal schauen. Das ist die Gretchenfrage. Ist der Messerrücken scharfkantig genug oder muss ich ein anderes Teil von dem Messer verwenden, um dem Feuerstahl ein paar Funken zu entlocken? Messerrücken ist okay, nur die Baumrinde zu alt. Also die Birkenrinde ist eindeutig zu alt. So, ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen mini kleines Holz geholt. Wäre ganz gut, wenn man es parat liegen hat, wenn es denn eine Flamme gibt. Ich habe hier noch ein anderes Stück Rinde. Mal sehen, vielleicht geht es damit besser. Ist immer gut, wenn man ein bisschen auf Vorrat mitnimmt. Nicht nur das, was man direkt braucht, sondern ein bisschen mehr. Darf schon sein. Ja. Dann schauen wir mal, dann werden wir schon sehen, sagte der Blinde.
Also Funken macht es auf jeden Fall. Ausreichend. Na. Schon Mist, jetzt hat man zwar ein Feuer, aber ich habe das mit dem Feuerstahl wohl weggehoben. Man geht natürlich nicht. Schade. Sonst hätten wir jetzt ein Feuer. Aber wer mich kennt, weiß, aufgeben ist keine Option. Und da ich gerade ein bisschen Zeit habe und ihr hoffentlich auch, oh, siehst du? Geht doch. Hopp, jetzt muss ich die Kamera wegstellen. Also, das Messer macht seinen Dienst. Das Feuer machen taugt's. Jetzt machen wir das mal wieder ein bisschen aus. Komm, geh aus, los. Jetzt kommen die ätherischen Öle voll zur Geltung. Na sowas. Gut, dann lassen wir es halt ausbrennen. Wenn es denn sein muss. So, nun ist es abgebrannt. Immer schön unter Kontrolle halten. Auch keine Restglut übrig lassen. Geht mit dem Gut Wald sehr, sehr sorgfältig um, Leute. Lasst sowas nicht zu, dass sich irgendwelche Restglut von euren Tätigkeiten unbeaufsichtigt im Wald befindet. Das darf nie sein. So, jetzt ist ganz aus. Boah, Leute, es ist viel zu warm für die Jacke. Da denkst du, okay, geh raus, wird bestimmt kühl. Da ist genau das Gegenteil der Fall. Immer noch zu warm. Naja, muss irgendwie gehen. Ich habe mich jetzt ein bisschen beim Schaben ohne Handschuhe, das ist immer die Gefahr, wenn man ohne Handschuhe draußen arbeitet, ein bisschen verletzt. Habe ich gar nicht gemerkt, habe ich erst nachher gesehen, dass ein bisschen blutet. Aber dafür ist natürlich immer gut, wenn man ein bisschen Propolis mit dabei hat. So ein kleines Fläschchen wirkt Wunder. Tropfen Propolis drauf, zieht einen Augenblick und schon ist alles desinfiziert, alles sauber, kann nichts mehr passieren. Ich kann weiterarbeiten. Dank Propolis. Ach, wo man Propolis herbekommt, ich mache euch da einen Link unten in die Videobeschreibung. Das bekommt ihr im imkerzentrum-eimeldingen.de. Da gibt es käuflich zu erwerben. So ein kleines Fläschchen. Das ist billig und geht nie kaputt. Geht nie kaputt. Kann man immer in der Tasche mit haben. Das passt überall rein. Aber weiter zum Messer. Wo habe ich jetzt meinen Folder? Hier habe ich ihn hingesteckt. Jo, praktisch, sehr, sehr praktisch. Also taugt auch für eine Notsituation im Wald. Klinge ist immer noch einwandfrei. Der Klingenrücken geht zum Funkenschlagen. Besser ist das Finger, die Fingerkerbe hier. Damit konnte ich noch ein bisschen deutlichere Funken schlagen. Also hat ein bisschen besser funktioniert. Gehen aber beide Seiten. Für mich persönlich ist die Fingerkerbe die bessere Wahl. Bisschen schnitzen.
Na doch, ein bisschen schnitzen. Ja, lässt sich gut schnitzen. Auch für den Waffenbau lässt sich sehr gut einsetzen im Wald. Also die Führung durch die Fingerkerbe ist sehr vorteilhaft. Man ist recht nahe dran an der Klinge. Ja, passt gut. Jo. Also man kann sagen, das Drever ist, außer dass es einen gewissen Sammler- und Liebhaberwert hat, weil es sich einfach so leicht und einfach bedienen lässt und sehr, sehr genau gearbeitet ist, lässt es sich nicht nur als Alltagsmesser, sondern auch bedingt als Outdoor-Messer einsetzen. Also jetzt zum Beispiel Bartoning oder sowas ist natürlich ausgeschlossen bei so einem Messer, selbstverständlich, aber wer prügelt schon gerne auf Messern rum? Es gibt solche Leute, die machen das gern, aber dazu braucht es natürlich andere Gerätschaften. Dazu darf es nicht solcher filigraner Messer bedürfen. Auf gar keinen Fall, das funktioniert nicht. Mein Fazit zu dem Messer, tauglich. Vielleicht hat euch das kleine Video gefallen. Würde mich freuen. Dann sehen wir uns vielleicht auch wieder im nächsten Video.